So, ihr Lieben, ich bin mal wieder dabei, hier zu gucken, was mit Tante Polly los ist, warum das nicht so richtig läuft und ja, was genau passiert nach dem Intro. Erste Geschichte, die ich vorhabe, ist den Antrieb abzunehmen. Dafür habe ich hier angefangen, die Teile abzunehmen. Das ist einmal hier so ein Sicherungsring und Unterlegscheibe, die kommen, die waren hier dran. Gehen ganz einfach ab beim Schraubendreher ein bisschen runterhaken und dann kann man die rüber nach unten rausziehen. Ja, und dann müsste ich eigentlich die Welle von den Trimzylindern rauskriegen. Ja, versuchen wir es mal. Das ist die Verbindungsstange, die war hier drin, da sind die Trimzylinder dran befestigt. Ich habe hier mit so einer Schraubzwinge einfach eine Seite angesetzt, eine Seite fest, habe sie rausgedrückt und den Rest dann mit einer Zange rausgezogen. Haltet den Antrieb dann fest, weil wenn die Stange raus ist, rutscht euch der Antrieb runter. Der Antrieb ist ab, geht relativ simpel, sind bloß 6 Schrauben. Muss man ein bisschen krackeln und mit dem Schraubendreher vielleicht ein bisschen nachdrücken. Die Dichtung ist eh im Arsch, die muss dann eh ausgetauscht werden. Relativ einfach. Man kann hier hingucken und sieht dann das Gimbal-Lager oder Gimbal-Lager und was das Problem ist, warum es nicht läuft, das zeige ich euch jetzt. Das hier ist das Problem, warum der Antrieb nicht mehr zuckt, warum, beziehungsweise der Propeller. Man kann hier ziemlich gut sehen, da wo normalerweise Zahnräder waren, ist nur noch eine runde Masse abgewichst. Und das Komische an der Sache ist, am Propeller ist nichts zu sehen, keine Einschläge, nichts. Was aber aufgefallen ist, da war gar kein Öl mehr drin. Normalerweise sollte hier, glaube ich, Öl drin sein. So, das heißt wohl einmal neu. Ja. So, wie ihr seht, der Antrieb, der neue, nagelneu, ist dann auch wieder dran. Im Grunde umgekehrte Reihenfolge, nur dass wir den Propeller jetzt noch austauschen mussten. Öl drauf, also war schon drin, haben wir nochmal kontrolliert, ob der Füllstand stimmt. Tja, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen tricksen, weil hier ist noch irgendwie eine Entlüftung. Müssen wir noch einen Blindschlauch nach oben legen und dann im Winter vielleicht einen Borddurchbruch machen, dass wir da eine saubere Lösung für finden. Und jetzt erstmal, dass überhaupt irgendwas dran ist. Ich weiß nicht, warum hier so eine Entlüftung noch dran ist. Das hatte der alte Antrieb auch, aber irgendwie offen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Und dass da Wasser reinlaufen soll, kann ich mir irgendwie nicht erklären. Naja, jetzt werden wir erstmal weiterbauen und gucken. Vielleicht kriegen wir das Boot ja gleich noch ins Wasser. Mal sehen. Tja, was soll ich euch sagen? Es hat alles funktioniert. Antrieb ran, Boot ins Wasser, Motor an, Gang rein, losfahren. Hat geklappt wie am Schnürchen. Warum ich jetzt allerdings unter der Dachluke sitze, das zeige ich euch im nächsten Video. Also, abonniert den Kanal, klickt auf Gefällt mir, teilt das Ganze wie verrückt. Vielen lieben Dank an all die Abonnenten, die jetzt neu dazugekommen sind und bis zum nächsten Video. Ciao.